Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen heute die zwei gehyptesten Smashburger in München. Wir waren ja letztens bei Fat Butcher und der Burger hat uns weggehauen. Der war richtig saftig. Deswegen weiß er auch, eine Scheibe ist zu wenig. Normalerweise blende ich dieses von Google Maps ein, aber die wechseln momentan Locations. Normalerweise sind die in so einer Bar und da gibt es das heftigste Fried Chicken Sandwich. Und die bieten halt auch einmal im Monat Smashburger an. Ich hatte den schon mal, aber ist auch schon eine Weile her, weil einmal im Monat, die letzten paar Monate, hat es halt nie gepasst, habe ich immer verpasst. Und auf Insta habe ich auch gesehen, ey, die Schlangen waren bis zu 2-3 Stunden und 1-2 Stunden nach Eröffnung war schon ausverkauft. Also das geht krass ab, gerade die sind so im Hype. Also das ist wirklich A, krasser Hype, B, verdienter Hype. Letztes war auch Oktoberfest, Wiesenzeit, der eine Kollege von Logan Paul, mit dem er so einen Podcast macht, auch am Start, hat den getestet und der meinte, das ist besser als in Amerika. Das kann ich so nicht bestätigen, aber es ist krass. Und jetzt zur Weihnachtszeit sind die eben da, so Weihnachtsspecial, Weihnachtsmarktmäßig, haben die einen Stand und bieten die ganze Zeit Smashburger an. Schön hier. Wir brauchen noch eine Weile. Nummer 3. Ich bin sehr früh da. Das ist eigentlich nicht meine Essenszeit, aber ich weiß, danach geht es so krass ab. Wirklich, vertraut's mir. Der ist nicht so gehypt wie Goldies, aber für Münchner Verhältnisse ist er ziemlich gehypt. Let's go! Junge! Double Patty. Gut, fühlt sich interessant an. Hat Struktur. Wenn man so drüber fährst, warte. Boah. Mm. Mm. Die Soße hat einen leichten sauren Stich, was aber geil ist. Käse, geil. Oh mein Gott. Mhm. 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 Auch ein krasses Timer. Mhm. Dafür gibt man gerne Geld aus. 10,90 hat er gekostet. Digga, das Gefährliche an denen ist, einer reicht nicht. Du verdrückst den. Und easy könntest du noch einen verdrücken. Hm. Heftig. Scheiße. Ey, was soll ich sagen? Super saftig war der. Ich will noch einen. So gut war der. Und so sollte eigentlich immer Essen sein, vor allem wenn man Zeit und Geld investiert. Vor allem, ja, es wird immer teurer für Gastro und so, aber es wird halt auch immer teurer für uns halt, für die Verbraucher. Und da sollte es sich schon lohnen, wenn man so viel Geld dann für draußen Essen investiert. So, jetzt der zweite direkt hinterher, der zweite gehypte Smashburger in München, Türkisch. Türkisch, kennt ihr vielleicht, ist eine Dönerkette eigentlich. Die haben mittlerweile 6 Läden, Filialen, vielleicht sogar 7. War mal eine Zeit lang der beste Döner in München. Aber jeder sagt, die haben stark nachgelassen, weil die sind immer schwächer geworden mit jeder weiteren Filiale. Und hier haben die eine Filiale, nur Smashburger wird angeboten. Und Fun Fact, die erste Filiale wurde aus hygienischen Gründen geschlossen. Das ist einfach Gesundheitsamt gekommen und hat dicht gemacht. Nico Away war am Start, hat den getestet. Er meinte, taugt nicht. Tati war am Start, letztens, sogar bevor wir den Smashburger bei Fat Butcher probiert haben, hat den getestet, meinte, taugt nicht. So. So, da haben wir ihn. Sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus. Brot sieht ganz anders aus als bei allen anderen bisher.
Käse, geil geschmolzen. Sieht eigentlich richtig heftig aus. Also das ist auf jeden Fall der fettigste bisher und der größte. So, da man die Gurken, die Tati nicht mochte. Es hat diesen ganzen Geschmack von dem Burger übertüncht. Du hast fast nur die Gurke geschmeckt, ja. Mir hat jetzt nicht getaugt, ich würde da nicht nochmal hingehen und einen holen. Die sind auch sehr fett geschnitten. Fleisch sehr dünn, geht komplett unter, ist auch der einzige mit Salat und man schmeckt auch den Salat, also der Fleisch, das Fleisch geht so unter, sogar dieses Eisbergsalat überdeckt das Fleischgeschmack. Ich schmecke nur Soße, super fettiges Briochebrot und auch richtig dick, also hier merkt man, es ist einfach brotig, bei den anderen, da war es so fluffig und geil und Brot war nur Nebendarsteller. Hier ist Brot schon fast Hauptdarsteller. Schmeckt ein bisschen wie Big Mac. Schau mal, wie dünn das Fleisch ist. Schmeckt stark nach Pfeffer. Digga, das Brot ist so fettig, Mann. Auch der einzige mit karamellisierten Zwiebeln. Also ich kann euch sagen, ich habe nicht noch mal Bock auf noch einen von denen. Ich schmecke kein Fleisch. Ich schmecke nur Soße, saure Gurke, Pfeffer, Öl. Also das ist der fetteste von allen. Aber nicht wegen dem Fleisch, sondern wegen dem Brot und Salat. Ja, das war ein bisschen aus der Mitte. Ich schmecke nur Brot. Meine Lippen sind voller, weiß ich, Öl oder Butter. Das Fleisch hat keinen Geschmack. Ist auch zu kross. Der ist gar nicht mehr saftig. Das ist eher knusprig. Smash Burger, die gehyptesten in München. Fairfax Express, ihr wisst, ich habe den Laden, ich feiere den Laden schon sehr lange und momentan sind die krass im Hype und das auch verdient. Der Laden ist krass. Ich sag von sehr wenigen Läden, ey, ich würde da gerne nochmal hingehen oder ich sehne mich nach denen. Das ist einer davon. Turkish Smashburger. Kein Kommentar, Digga, der war so schlecht, Mann. Der war so schlecht. Nico Away hat den ja probiert. Das war sein erster und einziger Smashburger. Er hatet jetzt Smashburger. Weil der so schlecht war. Das ist echt traurig, Mann. Vielleicht zeige ich ihm mal einen guten Smashburger. Aber das war's von mir und den zwei gehyptesten Smashburgern in München. Einer top, einer flop. Immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, mein Bitcoin, Leaf, Crow, Crypto, Cashflow, generieren, jeden Tag tracken, see your business und ciao.